Ich bin auf dem Bahnhof. Es gibt mal wieder eine kleine Reise. Diesmal geht's nach Antwerpen. Hey, Rede. Und mal wieder eine kleine Reise. Diesmal geht's nach Antwerpen. Nach Belgien. Nicht zum ersten Mal, ich glaube zum achten Mal. Seit 2012. Hat also schon eine Tradition. Ich fahre mit dem Zug. Mal gucken, ob ich da ankomme. Mal gucken, ob ich wieder zurückkomme. Das weiß man ja bei der Bahn nicht so genau. Vor allem nicht, wann man irgendwo ankommt. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Intercity in Richtung Amsterdam. Und in Deventer steige ich um in den niederländischen Intercity Richtung Breda. Und in Breda gibt es dann ein bisschen was zu gucken. Was mit Filmen zu tun. Sehr analog. Thank you.
2006. Das ist das Verfallsdatum dieses Films. Der ist ja schon ein bisschen drüber. Ich habe keine Ahnung, wie er gelagert worden ist. Ob auf der Heizung gelegen, im Kühlschrank, im feuchten Keller. Das ist eine Überraschungskiste. Ich habe alle Zutaten für einen Kaffeeentwickler dabei und werde mal versuchen, eine Entwicklung im Hotelzimmer zu machen. Und wenn das geklappt hat, werde ich versuchen, mit dem Smartphone die Negative abzufotografieren, um daraus schon mal ein Foto zu zaubern. Das ist alles ein Experiment. Wir werden sehen. Ich bin schon in den Niederlanden. Hengeloo ist schon passiert. Jetzt habe ich noch ungefähr eine halbe Stunde Fahrt bis Deventer. Und dann steige ich in den niederländischen Intercity Richtung Breda um. Das Wetter ist besser als gedacht. Es ist hier sogar blauer Himmel und mit Sonne. Aber für die restlichen Tage in Antwerpen ist dann leider doch viel Regen angekündigt. Aber vielleicht kommt es auch ganz anders. Jetzt kommt Umsteigen in Deventer. Deventer. Kann ich gar nicht richtig aussprechen. Und die Sonne scheint. Ich habe einen Kaffee. Einen Kaffee. Der erste heute. Bei der Deutschen Bahn wurde mal wieder kein Kaffee angeboten. Traurig. Aber jetzt hier in Deventer beim Kiosk. Und die Sonne scheint. Jetzt könnte ich mal eine Stulle essen. Also besonders.
lecker ist dieser Kaffee nicht. Keine Kaffeeempfehlung für Deventer. Den nehme ich nicht. Der fährt nach Enschede. Und da will ja keiner hin. Also ich nicht. Andere ja vielleicht. Ich nehme ja den in Richtung Breda. Das ist auch nicht meiner. Der fährt nach Almelo. Da will ja auch keiner hin. Tschüss. Das ist erstmal wieder total ungewohnt hier mit der Sprache. In Kanada war das ja ganz einfach. Entweder Französisch, das kann ich so halbwegs, oder Englisch, das kann ich ganz gut. Und jetzt kommt hier Niederländisch und das kann ich so richtig gar nicht. Und die sprechen das auch noch. Eine Sauerei ist das. Danke, bedankt, archiviert. Mhm. Archiviert ist bitteschön. Danke ist danke, aber was war bedankt? Was war denn der Unterschied zwischen danke und bedankt? Ich vergesse das mal wieder alles. Und am Ende spreche ich wieder mit allen Englisch, das ist doch auch traurig. Oder die sprechen mit mir Deutsch, das ist noch trauriger. Mein Zug, der geht nach Rosendahl. Im Zug Richtung Rosendahl. Egal, ich steige hier schon in Breda aus. Wie war das? Irgendwas ist ja immer. Also vor diesem Zug steht ein defekter Zug. So viel habe ich verstanden. Den Rest der Durchsage habe ich nicht verstanden. Ich habe nur gesehen, dass jetzt alle aussteigen. Also bin ich auch ausgestiegen. Und was jetzt hier passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich hier in Oss. Und da wollte ich gar nicht hin. In Oss. So wie es aussieht, kommt hier schon demnächst ein Sprinter, also ein Nahverkehrszug, der dann auch weiterfährt über Tilburg nach Breda. Also der Intercity, mit dem ich eben gefahren bin, der fährt jetzt hier nicht weiter. Der fährt jetzt zurück in Richtung Zwolle. Nur mal gucken, ne? Ich hab ja keinen Stress.
alles von meiner Zeit in Breda ab. Na toll. Und der Regen leider auch. Aber der Bahnhof ist zum Glück noch überdacht. Und ich weiß auch, was ich vergessen habe. Einen Regenschirm. Schön blöd. Aber die werden ja wohl hier irgendwo einen Regenschirm verkaufen. Vielleicht haben die hier einen HEMA. Wir haben doch überall ein HEMA, so wie man bei uns überall einen Rossmann oder ein DM hat, hat man hier überall ein HEMA. Mal gucken. Hoffentlich funktioniert das hier mit diesem Code. Sonst komme ich ja gar nicht raus aus dem Bahnhof. Das geht. Super. Ich bin raus. Gucken, wann der Anschluss nach Antwerpen fährt. Und wie ich das sehe, fährt er jede Stunde, immer um 42. Das ist ja einfach zu merken, ne? Ob ich das hinkriege? Hier keinen roten Faden, die haben hier rote Käfer. Ja, warum nicht, ne? Und hier gibt es auch schon den ersten Hinweis, dass ich hier wirklich in Holland bin, in den Niederlanden, nämlich Wasser. Der Name Breda leitet sich nämlich daraus ab, dass hier ein Fluss, der A heißt, AA geschrieben, irgendwo reinmündet. Und kurz bevor er mündet, wird er ganz groß, er wird ganz breit, Breed. Und es ist dann nämlich die breite A, die breite A. Breda. Aha. Und es regnet. Ich glaube, meine Kamera möchte gleich mal ihre Regenjacke anziehen. Noch alles in voller Blüte hier. Von Winter keine Spur. Vielleicht erwarten die auch gar keinen Winter hier. Zumindest nicht in den nächsten Tagen. Es soll ja bis zu 15 Grad warm werden. Wer braucht denn sowas? Was geht denn hier ab?
durchgeknallte Gänse. Oha. Was kommt als nächstes? Kurzfertig ist sowas wie Rossmann, Euroshop, also ein Euroshop und alles zusammen. Vielleicht haben die auch einen Regenschirm für mich. Haben die bestimmt. Eine Aquabox haben sie, aber keinen Perlentaucher. Ich habe keinen Perlentaucher dabei. Kann viel mehr. Und tada, ein Schirm. Hier ist schon ein richtiger Vorweihnachts-Shopping-Trubel. Richtig was los hier. In Breda. Ich mag das ja tatsächlich ein bisschen, wenn das so nieselig feucht ist. Der Regen ist ein bisschen zu sehr, ein kleines bisschen zu sehr, könnte ein bisschen mehr nebulös sein. Der Einkaufstrubel ist jetzt hier auch vorbei. Hier wird gerade überall zugemacht. Ja, in ein paar Stunden ist erster Advent. Doch schön, jetzt machen alle Läden zu. Kommt man gar nicht mehr in Versuchung, irgendwas zu kaufen. Jetzt kann ich mich langsam zum Bahnhof begeben. Und dann gibt es die letzte Strecke nach Antwerpen. Mit dem Intercity sind es, glaube ich, 35 Minuten. Hier ist HEMA. Mit Polizei.
wieder ein Code. Mal sehen, ob das wieder klappt. Ja, super. Also ich habe das hier gerade in der Durchsage noch mal gelernt. Es heißt Breda, nicht Breda, Breda. Habe ich was gelernt. Dann bin ich wieder in Antwerpen. Mal wieder angekommen. Es regnet nicht. Es ist eigentlich so, wie ich das besonders gerne habe. Ein leichter Niesel in der Luft. Mehr eine Feuchtigkeit in der Luft. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir einen schnellen Fahrrad buche. Aber wenn es nicht regnet, dann kann ich mir auch Zeit lassen. Und dann gehe ich wie immer zu Fuß.
Schön ist in Antwerpen, dass der Weihnachtsmarkt erst relativ spät beginnt. Nächste Woche erst, also am zweiten Advent. Das heißt, dieser ganze Weihnachtsmarkt-Budenzauber, der ist jetzt noch nicht. Man kann jetzt zugucken, wie die Buden aufgebaut werden und das Riesenrad aufgebaut wird und die Eisbahn aufgebaut wird. Aber es ist eben noch kein Weihnachtsmarktbetrieb. Das finde ich sehr angenehm. Sieht man noch was von der Stadt. Nicht nur Holzbuden. In Antwerpen wird unheimlich viel gebuddelt. Das war schon. Also schon solange ich hierher fahre, wird hier gebuddelt. Hier sind zwei Hochhauskomplexe, die werden hier schon, ich glaube, seit 2 Jahren entkernt und neu aufgebaut. Oh, jetzt ist gut. Ja, hier entstehen ganz neue U-Bahn-Systeme, ganz neue Tunnelsysteme. Die Straßenbahn wird hier nach unten verlegt. Und hier sieht man auch schon, wie das mal werden wird. In diese Richtung ist es schon einigermaßen fertig, in die andere Richtung ist noch alles Baustelle. Und wie es aussieht, wird dann auch der Autoverkehr hier gar nicht mehr durchfließen. Dann wird das hier eine reine Fußgängerachse. Fußgänger und Fahrradfahrer natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Also man kann sagen, eine Fahrradfahrerzone und Fußgänger dürfen hier auch lang gehen. Heute nicht mehr, morgen auch nicht, morgen ist ja Sonntag, erster Advent, aber am Montag, da ist Fnacktag. Hey. Die Meier habe ich jetzt gleich komplett einmal abgeschritten. Erste Abnahme, schön geschmückt, kann man so lassen. Und jetzt komme ich gleich zum Grünplatz. Das ist da, wo die Eisbahn aufgebaut wird. Am Grünplatz werde ich heute Abend auch in die kleine Post wie üblich mein Kippfilet mit Frittiers zu mir nehmen und dazu ein Leffe. Oh, ich freue mich schon drauf. Ein Leffe. So, wenn ich jetzt hier rechts gehen würde, dann würde ich auch schon relativ bald zu meinem Lieblingscafé, dem Normo Café, kommen.
Da was umsonst gibt. Also so viel Menschenbewegung habe ich ja hier in Jahren nicht erlebt. Auf der anderen Seite der Schelde muss irgendwie große Party gewesen sein. Die kommen jetzt alle mit dem Taxiboot hier wieder rübergefahren und da hier alles Baustelle ist, um den Headstein, müssen jetzt alle über eine Behelfsbrücke rüberkraxeln, das sieht man da gerade im Hintergrund. Ich glaube, die haben auch schon ein bisschen gepichelt. Die singen schon so schön. La 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 la. Mit Beleuchtung. Da kommt schon das nächste Schiff mit der nächsten Menschenladung. Ach du liebe Zeit, ich glaube, ich muss hier weg. Das ist ja eine noch größere Horde. Hilfe! Die haben ja die ganze Auffahrtrampe hier abgerissen. Das ist ja ein Ding. Alles weggerissen hier. Alles eingerüstet. Was ist denn hier los? Und hier vorne auf dem Platz lag immer ein Schiff. Und das haben sie jetzt dahin umgelagert. Ist ja ein Ding. Das muss ich mir morgen bei Tageslicht angucken. Ach, liebe Zeit, da komme ich gar nicht weiter. Jetzt ist die nächste Horde. Versteht bei dem Wind, der hier bläst. Ich bin jetzt beim Sint-Anna-Tunnel. Dieses blau angestrahlte Gebäude, das ist das Fahrstuhl- und Rolltreppengebäude, sozusagen der Einstieg in den Tunnel für Fußgänger und Radfahrer unter der Schelde. Das ist eine 500 Meter lange Verbindung. Auf der anderen Seite gibt es genauso ein Gebäude. So kann man als Fußgänger und Radfahrer die Schelde unterqueren.